Am Anfang steht der regelgerechte Eintritt in das Dojo. Schuhe und Schmuck sind abgelegt, eine Verbeugung bezeugt Respekt und verspricht angemessenes Verhalten. Der Donnerstag ist in den Ferienspielen der hintersten Mühle jeweils ein Tag für Ausflüge. Und wir begleiten eine Gruppe Mädchen und Jungen in das Dojo, den Trainingsraum des Neubrandenburger Tao-Instituts. Hier werden asiatische Kampfkünste gelehrt und Carsten Nix will den Ferienkindern heute einige Tipps und Tricks beibringen, was Selbstverteidigung angeht. Wie bei jedem Sport gilt auch hier, zunächst einmal ist ausgiebige Erwärmung angesagt. Wenn die Regeln zum Eintritt in das Dojo vielleicht noch einschüchternd wirkten, so werden mit jeder Übung, jedem Training Barrieren und Hemmungen abgebaut. Carsten Nix und seine Kollegen verstehen es einmalig, empathisch und auf Augenhöhe mit den Kindern zu kommunizieren. Wichtig, denn Stress oder gar Ängste haben hier nichts zu suchen. Stärke baut auf mentale Stärke auf, auch und gerade in einer Konfliktsituation. Weil der Kampf beginnt ja im Kopf und nicht mit dem Körper. Je besser ich mich kontrollieren kann, je besser ich mich kenne, desto besser kann ich auf der Straße mit Situationen umgehen, selbstbewusster mit Situationen umgehen und muss diesen Zweikampf nicht führen. Wenn es dennoch zu einem körperlichen Angriff kommen sollte, dann ist es wichtig, richtig zu reagieren und sich in eine gute, wehrhafte Position zu bringen. Kampfkunst nicht zum Angriff, sondern zur Abwehr von Gewalt und zur Selbstbeherrschung. Dafür können Elemente des Chinese Boxing oder auf dem Boden auch des Brazilian Jiu-Jitsu sehr hilfreich sein. Solche nahen körperlichen Auseinandersetzungen in einem kleinen Kurs spielerisch einmal auszuprobieren, wird natürlich auf die Schnelle keine ausgefeilte Technik vermitteln. Aber es gibt im besten Falle ein Stück mehr Sicherheit. Also was ich sehr interessant finde immer wieder bei Kindern ist, wie schnell sie lernen und wie intuitiv sie sind. Wir haben ja Bewegungsabfolgen spielerisch gemacht und fast alle, auch die, die nicht wollten, haben einfach mitgemacht, haben sich mitreißen lassen und haben es geschafft, haben das geschafft, was wir wollten. Wir haben ja nicht wirklich technisch gearbeitet, sondern mehr spielerisch Bewegungen aufnehmen, keinen Druck machen, Tipps geben, positiv motivieren. Ja, weil das ist eigentlich, glaube ich, auch das, was auf der Straße nachher in der Selbstverteidigung entscheidend ist, dass ich eine positive Einstellung habe und keine Angst habe, sondern dass ich einfach da bin, präsent bin, Situationen einschätzen kann. Deswegen haben wir auch diese Raumspiele gemacht, dass ich besser generell mit Situationen umgehen kann. Wie sie das verinnerlichen, das ist eine schwierige Geschichte, aber ich glaube, sie nehmen ein positives Gefühl mit und das ist wichtig. Das ist eigentlich viel wichtiger, als dass sie eine Technik mitnehmen. Ja, in alle Richtungen. Bei den Mädchen und Jungen kommt dieser Programmpunkt der hintersten Mühle Ferienspiele auf jeden Fall sehr gut an. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Und was nehmen die Ferienkinder für sich mit aus dem Dojo? Verschiedene Kampftechniken aus verschiedenen Ländern, abrollen, Gegner gegen Gegner sich zu verteidigen, wo man vielleicht auch später darauf zurückgreifen kann. Auch wenn ich hoffe, dass ich nicht einsetzen muss, zum Beispiel wenn mich jetzt jemand angreift oder wenn ich zum Beispiel hingeschubst werde, dass ich nicht ganz so wehrlos bin, sondern immer noch abwehren kann. Soweit unser kleiner, mal etwas anderer Einblick in die Ferienspiele der hintersten Mühle. Wir sagen dem Tao-Institut Danke, dass wir im Dojo mit der Kamera dabei sein durften.